Endlich heißt es wieder Vorhang auf, Bühne frei. Das Top hat wieder geöffnet. Nachdem das Theater im OP aufgrund der Corona-Pandemie monatelang seinen Präsenzbetrieb einstellen musste, wird nun wieder fleißig geprobt. In Die Glasmenagerie von Tennessee Williams bekommt man einen Einblick in das Leben der Familie Wingfield. Alle haben sich in ihre eigene Welt geflüchtet, nachdem der Vater sie vor einigen Jahren verließ. Mutter Amanda klammert sich an die Vergangenheit und macht sich gleichzeitig Sorgen um die Zukunft. Sohn Tom hat das Arbeiterleben satt und möchte Abenteuer erleben. Und Tochter Laura ist völlig in ihre Glastiersammlung versunken. Doch nun werden sie durch den Besuch von Toms Arbeitskollegen Jim plötzlich von der Realität eingeholt. Die Glasmenagerie startet am 1. Oktober. Karten können ab ca. 14 Tage vorher über das Kartentelefon oder per Mail reserviert werden.